So, da geht doch mal rein, würde ich sagen. Desert Shore Motel. Und ich bin auch gerade in die falsche Richtung unterwegs. Bin ich dumm? Mit deiner meine ich. Merkt, dass ich jetzt nicht am Stück aufgenommen habe. Peinlich, peinlich. Nein, nein. Kein bisschen. Wahrscheinlich ist es gerade wahnsinnig still. Wahrscheinlich kommt gleich irgendwas an und erschreckt mich. Das Auto fliegt auf mich zu oder Schattengestalten springen hier raus. Und ich fährt mich in irgendwelchen Kanten oder sowas. Na, mal sehen. Aufschließen, genau. Und reingehen natürlich. Okay. Ist hier irgendetwas Ungewöhnliches? Mal abgesehen davon, dass keiner da ist, dass es ein bisschen unordentlich ist. Geh mal hinter die Küche. Oh, sieht auch. Na gut, ist ein bisschen rostig, aber es ist an sich trotzdem noch relativ guten Schuss. Hier kommt man nicht durch, okay. Dann mal hier. Kann man hier durch? Nein. Ja, wohl dort, wo es beleuchtet ist. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Satellite and now this? That place might be involved. Meinst du? Lass doch mal aufnehmen. Diesen Riesenring. Und lass mich raten, jetzt geht noch irgendwas schief, wenn ich hier rausgehen möchte. Okay, nein, bis jetzt alles gut. Die Zimmer des Motels erforschen, genau. Dazu gehe ich kurz wieder hier rein. Für einen kleinen Zwischenstand. Ah, Kontrollpunkt. Und dort ist das Motel. Mal gucken, was mich da erwartet. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Oh. Shit. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control. As much as by her own actions. Nee, warte mal. Dich erstmal weg hier. Oh, mein Gott. Geh schon wieder gut los hier. Hau ab, ey. Ups, falsche Taste, natürlich. Ich muss sofort zurück ins Licht! Zurück ins Licht! Ausweichen! Um Gottes Willen! Mach mir jetzt hier bitte nicht schlapp! Was geht denn hier? Das Licht ist kaputt! Hahaha! Haha! Ich bin irgendwie tot! Weg! Du bist ja schon! Sehr schön! Um Gottes Willen! Gut, das war's wahrscheinlich für mich! Weg, 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 weg! Haut ab! Wie geht's? Waffe nachladen, ja, wäre super. Halleluja! Habe ich jetzt viel Munition verschwendet und ich bin auch schon wieder gut angeschlagen. Nur noch einen einzigen Balken. Meine Gute, Emma Stone ist tot. Ich bin gut angeschlagen, habe kaum noch Munition. Läuft hervorragend. Ich glaube, ich nehme jetzt die. Was ist das? Die Schrotflinte oder was? Sturmgewehr. Sieht ein bisschen danach aus mit dem Magazin, aber okay. Meine Güte! Ich würde sehr gern wissen, wie Emma Stone dann aussieht. Oder beziehungsweise eigentlich will ich es gar nicht wissen. Was es ihr geworden ist, aber ich werde es wohl wahrscheinlich bald erfahren müssen. Meine Güte! Sie hätte vielleicht doch wegfahren sollen oder auf jeden Fall den Schuppen verschließen sollen. Die Garage, das wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Wo kommt man denn hier? Ach, hier. Das Zimmer des Motels erforschen. Da würde ich ja gerne, wenn ich nochmal kurz reinkommen würde. Ah, das ist richtig. War das das Zimmer des Motels, in dem das Video gedreht wurde? Da liegt auf jeden Fall schon mal jemand. Mit weiteren Schlüsseln. Michael Farabee.
dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ja, in der Tat. Das heißt, wir müssen auch diesen Schlüsselring jetzt nehmen. Schlüssel zur Sternwarte holen. Und es passiert jetzt was? The Observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the Champion of Light forges on to see the stars. Ja. Die Sternwarte am Mount Red Tooth, Arizona. An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the Champion of Light is looking for. He has come to find a weapon. Mein Gott. Also diese schnellen Szenenwechsel sind echt verwirrend, muss man mal sagen. Und dazu dieser träge Blick von Alan Wake. Kann ich jetzt wieder da runterlaufen, wenn ich das möchte? Das Tor zur Sternwarte öffnen. Ja, ich nehme an, das soll ich nicht tun, aber ich fände es trotzdem mal interessant. Ich werde auch mal die Tür übrigens wieder schließen, aber offenbar mache ich das wohl nicht. Kann ich irgendwas machen? Nein, das Tor zur Sternwarte öffnen. Ja, soll eigentlich kein Problem sein, oder? Die zentrale Sternwarte betreten. Das könnte sich vielleicht schon eher als Problem rausstellen. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein, weil es schon hell hier drin ist und bestimmt auch irgendwas Geiles zu finden ist. Ein Radio! Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to Old Gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life! You know, I didn't realize how much I'd miss that. And what about you, Tor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage! If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And, this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, old. I mean, the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What are you talking about? Seid ihr Milli Vanilli? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Ja, nee, ich muss trotzdem leider gehen, weil die Bühne ist hier gerade kaputt gegangen. Und dunkle Schattenwesen treiben die Unwesen der Nacht. Und machen noch mehr Boden kaputt. Doof. So, wo soll ich jetzt lang? Soll ich da oben hin oder nach links? Ich gehe erstmal nach links. Dieses Tor kann ich offenbar öffnen. Die zentrale Sternwarte betreten. Ja, das mache ich gleich. Aber ich möchte trotzdem kurz vorher wissen, ob ich noch was anderes hier finden kann. Hier habe ich zum Beispiel einen lustigen gelben Kasten, der mir viel Munition verspricht. Boah, ist doch ganz nett. Jetzt sollte ich wieder komplett aufgelevelt sein oder komplett aufgefüllt sein, was meine Munition betrifft. Finde ich hier vielleicht noch irgendeine Seite oder sowas? Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Auch keine Seite? Na gut, dann war das hier praktisch nur der Munitionskasten, der wichtig für mich war. Da oben kann ich bestimmt irgendwie... Doch, ich muss da hin. Zentrale Sternwarte betreten. Da hinten war zwar ein Scheinwerfer, beziehungsweise so ein Licht. Aber muss ja nicht immer da lang gehen, wo das Licht ist. Wir können mal gucken, ob wir irgendwelche alternativen Wege finden. Okay, hier ist nicht viel zu sehen. Schade. Irgendwelche komischen Generatoren. Und arglistige Leute. Eins, zwei, mindestens. Drei. Wunderbar.
Nehmen wir erstmal denjenigen, der hier die Flanke versucht zu nehmen. Weg! Batterie ersetzen, ganz schnell. Oh, oh, oh. Aber du bist da eh schon. So. Und der nächste bitte. Eins, zwei und drei. Aber müssten es ja eigentlich drei gewesen sein? Oder habe ich einen schon erledigt? Ich habe es gleich mitbekommen. Es waren noch drei Leute. Einer von links, der kam hier rüber, einer von dort, der kam darüber, einer kam von der Mitte, oder? Oder habe ich mich verguckt? Habe ich doch kein Problem mit. Je weniger, desto besser. Aber gut, dann machen wir es eben so. Was finde ich denn hier oben? Hier finde ich schon wieder etwas Munition. Was ist das? Eine Blendgranate. Blendend. Kann ich überhaupt mal auf meine mittlere Maustaste legen, die Leuchtfackeln. Hier scheint es nicht so richtig weit zu gehen, obwohl das sah nicht ganz so ganz verkehrt aus, aber ich will trotzdem mal gucken, ob ich hier noch was Cooles finde. Hier haben wir noch mehr Druckluftnagler. Habe ich aber schon das Maximum. 100 Schuss und offenbar das Maximum, ich verstehe. Komme ich hier irgendwie rein? Das ist ein relativ großes Tor. Manuskriptsunternehmen, oh mein Gott. Nee, komme ich noch nicht rein. Komme ich hier irgendwie rein? Ja, schöner Ausblick ist nicht gerade. Es sieht mir nicht so gut aus. Ist auch nicht viel zum Klettern da. Sehr schade. Müssen wir also doch den Weg gehen, der uns bestrahlt wird. Oder zurechtgestrahlt wird. Aber vorab werden wir noch kurz die Seite lesen, die wir gerade gefunden haben. Und zwar Kampf gegen Besessene. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Zumindest würde ich mich in den Spielen noch viel nackter fühlen, wenn ich die beiden Dinge nicht noch. Ja, ist okay, ich will gar nicht ganz weg. Gut, gehen wir mal gleich hier rein. Ist fupp, auch gleich ein Kontrollpunkt, nehme ich mal an. Ja, wundervoll. Und ich achte irgendwie viel zu selten auf die Karte da oben. Sondern eher auf meine natürliche Orientierung, was eigentlich an sich schon ein Fehler ist. Ich nehme an, es ist ziemlich egal, ob wir links oder rechts lang gehen. Ich gehe trotzdem erstmal links lang, weil rechts sieht es dunkler aus und ich will nicht unbedingt durchs ganz dunkle Gebüsch kriechen, bevor ich hier, wenn ich jetzt irgendwie ein Schattenwesen begegne. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob es hier mal, ob es eigentlich sowas wie eine Art richtigen und falschen Weg geht. Da blinkt irgendwas. Was ist das? Combat Shotgun freischalten, 40 Manuskriptseiten erforderlich. 40 Manuskriptseiten! Combat Shotgun! Bin ich hier im Krieg oder was? Hier ist noch ein Kontrollpunkt, okay. Und jede Menge Munition, da flackert irgendwie, flackern die Lichter von diesem Plakat. Ich nehme mal kurz den Kontrollpunkt mit. Keine Ahnung, was das gerade bringt. Aber ich nehme ihn hin. Ist das die zentrale Sternwarte? Das sieht so aus. Kann ich irgendwas mitnehmen? Das ist ein Karabiner, den habe ich bereits. Und die Leuchtfackel, die nehme ich noch mit. Und wieder ein Kontrollpunkt erreicht. Okay, ich erreiche irgendwie alle 2 Sekunden einen neuen Kontrollpunkt, was kein besonders gutes Zeichen ist. Das heißt, dass ich wahrscheinlich gleich ordentlich angegriffen werde. Apropos, danke dafür. Und da hinten blinkt doch eine Seite. Wie schön. Das ist der Vorteil, wenn man sich ab und zu mal ein bisschen umsieht, dass man auch ab und zu mal solche Seiten noch findet. Und die sind für mich momentan, ehrlich gesagt, sogar vorrangig dafür da, um die Story noch ein bisschen zu durchsteigen anstelle von besseren Waffen. Die sind mir ja nicht egal, aber nicht ganz so wichtig wie die Story. Und da unten kann ich auch noch irgendwas machen. Mein Gott. Das ist echt hier relativ weit, glaube ich, hat viele Wege. Lesen wir also noch die nächste Seite, die wir gerade bekommen haben. Kampf gegen Besessene. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked. Moment. Without either. Moment. Das war gerade ganz falsch. Ich meine Druck, Entschuldigung. Ich habe Kampf gegen Besessene gelesen, dachte mir, das ist falsch. Das musst du nicht einklicken, sondern das andere und hab's angeklickt. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore.
I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Ich will es nicht so negativ klingen, aber ich fand die Seiten am anderen Mal, also beim ersten Teil, etwas besser, weil die so ein bisschen Hintergrundstory noch ein bisschen Gedankenwelt der Charaktere noch wieder gespielt haben. Vielleicht kommt das hier noch, vielleicht habe ich noch nicht die richtigen Seiten erwischt. Momentan sind diese Seiten, die ich gerade so lese, so ziemliches Blabla. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wie gesagt, erstmal benutzen. Hello. Oh, ist jemand drin? I'm Dr. Rachel Meadows and wait a moment, it's you. I can't believe you dare show your face around here again. Okay. Und schwuppdiwupp kommen gleich mal irgendwelche aggressiven Leute ein. Lass mal dich. Weg! 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 Batterie. Weg. Oh Gott, geh weg. Zack, zack. Nachladen. Du bist tot. Du auch. Das hat schon mal nicht schlecht funktioniert. Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Okay. Kann ich trotzdem noch andere Munition mitnehmen? Diese hier zum Beispiel? Nee, leider nicht. Gut, gehen wir also rein. In die Sternwarte. Die so schön hell ist, sie gefällt mir sehr gut. Mit Dr. Meadows sprechen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis gleich!